Hallo, jetzt willkommen hier wieder auf GeForce zu einem neuen Gameplay Outlast. Wir haben gestern schon eine Folge aufgenommen gehabt, allerdings hatten wir da ein paar Probleme. Teil Mikrofon funktioniert nicht und so ein Kacke halt. Aber jetzt haben wir hier alles gelöst und ja, wir starten ein neues Spiel. Also wir kennen halt das Game jetzt schon so ein bisschen. Wollen wir es vorlesen? Outlast enthält Schwere, Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Also wenn ihr sowas nicht sehen könnt, solltet ihr abschalten. Genau, das Spiel ist auch ab 18. Weil wir 18 sind. Ja, ungefähr. Boah, wollen wir wieder die ganzen Briefe vorlesen? Müssten wir eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Boah, der eine war einfach so ultra lang. Und der eine so ultra kompliziert. Ja. Wir kennen ungefähr so 15 Minuten vom Spiel. Ja, wir können euch ja sagen, bis wann wir ungefähr gespielt haben. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all pets and children indoors between the hours. Weißt du, was geil wäre? Was? Im Multiplayer. Ja, zu zweit halt. Ja. Also wir wechseln uns immer in den Parts ab. Ich bin jetzt hier gerade am Spielen. Und im nächsten Part ist dann halt Jonas dran. Möchtest du den Brief vorlesen? Ja. Okay. Oh, diese Kopfhörer sind so AIDS. Es geht. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Murkoff. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt. Was? Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Komischer Ausdruck, scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Tja. Okay, Batterien. Ich kann ja auch mal sagen, ich kenne von dem Game nichts, bis halt die 15 Minuten, die wir gespielt haben. Jonas hat schon mal ein Gameplay gesehen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja, das ist ein halbes Jahr oder so her, ein paar Monate. Und wir haben uns gestern auch schon erschrocken. Das ist echt zu schade, dass das halt nicht aufgenommen ist. Ja, weil wir haben einfach. Also, war auf jeden Fall sehr laut. Also, ich habe mich halt erschrocken. Aber vielleicht nicht so laut geschrien wie Silas. So, ja, das kennen wir alles schon. Okay, wir haben eine neue Steuerung jetzt. Okay, ich kenne ja hier schon so den etwas direkteren Weg. Deshalb. Nee, kenne ich nicht. Hä? Muss ich hin? Nein, du musst da durch. Wo? Du musst jetzt mit L3 und R3. Nee, L3 und L3. Ja, oh mein Gott, das war gestern noch Viereck. Oh mein Gott, okay. Mhm. Aber ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, besser so. Mhm. Okay, das ist ein bisschen stressig. Weil Kamera ist auf L2 und Nachtsicht auf. Nee, was? Kamera ist auf L2, Nachtsicht auf L1. Nee, andersrum, auf R. Echt? Hm. Ich habe irgendwas gedrückt, aber jetzt ist hier gar nichts mehr. Ja. Achso. Mount Massive Asylum. Ach ja, hier ging's nicht lang. Ist eine tolle Nervenheilanstalt. Achso, und falls ihr Hintergrundgeräusche hören solltet, ist uns egal. Irgendwo konnte man rennen. Mach ich einfach das Fenster zu. Geht das? Leute, ihr müsstet hier jetzt unser Equipment sehen. Das ist einfach nicht gerade toll. Also, ja. Die sind gefühlt einfach 100 Grad. Das ist einfach
viel zu warm für irgendwas. Das ist einfach. Deswegen, man kann bei diesem Wetter eigentlich nur zocken. Nicht mal wirklich das. Ich muss sagen, die Grafik finde ich gar nicht so scheiße. Nee, die ist ganz gut. Obwohl das Spiel recht alt ist, glaube ich. 2010, glaube ich. Ist ja recht alt. Ja, schon. Ach, dieses Piepen, Junge. Aber wo renne ich? R2 oder nicht? R2? Keine Ahnung. Nee, hä? Kann ich überhaupt schon rennen? Eigentlich schon, ja. Okay, Leute, wir wissen ja jetzt schon, wo der Jumpscare kommt. Aber wir sagen das natürlich nicht. Ich glaube, das wird über Kopfhörer richtig stressig. Ja, ich glaube, gestern haben wir über... besser. Ach ja, hier war das. Über Fernseher-Sound gespielt, da war das ein bisschen angenehmer. Ja, weil es irgendwie funktioniert hat über zwei Kopfhörer, ab jetzt haben wir es gelöst. Ja. So, wo muss ich jetzt nochmal lang? Ich hab's vergessen. Da, ja. In diesem Raum. Ach so, ja, hier war ja die Tür. Moment mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich hier renne. L2 oder so? Ne, R2. Ja, aber geht noch nicht. Was? War das beim ersten Mal auch da? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, das ist halt einfach ultra stressig. Oh mein Gott, okay. Also ich weiß ja, ich rede zu viel. Okay, aber jetzt hören wir halt auch noch Sounds, die wir vorher nicht gehört haben. Das ist natürlich ein bisschen... Boah, okay, die Steuerung ist auch stressig. Das macht es halt noch ein bisschen stressiger, aber ihr hört das nicht so gut, weil wir halt drüber labern. Also. Konnten wir gestern schon immer rein? Ja, da warst du auch drin. Das ist der komplizierte Brief, glaube ich. Ja, ja. Soll ich? Mach. Okay, die Details lasse ich jetzt mal aus. Geht um einen Billy und der ist männlich. Ja, und er ist halt, also. Gestört halt, glaube ich. Naja, er behauptet, dass er in selbstgesteuerte luzide Träume verfällt. Halt. Ja, stimmt, das können wir, ja, lass mal das selber lesen. Hast du meistens noch im Kopf, was da vorkommt? Ja, nee, die Fachausdrücke nicht. Also er geht. Achso, es geht um irgendeinen Trager. Träger, glaube ich. Träger. Wir nennen ihn aber mal den Trager. Den Trager. Dr. Trager. Ja, der hat den Billy halt behandelt und anscheinend ist Billy. Ja, gestört und er redet auch im Traum und so. Und er redet von irgendwelchen Bluträumen. Ja. Und anscheinend will da jemand in Ruhe scheißen gehen. Okay, Tür zu. Okay. Und ich meine, hier waren halt auch Sounds in diesem Ding. Also hier krabbelt auf jeden Fall irgendwer rum. Das sind wir. Nein, nein, nein. Hörst du es? Boah, ich weiß nicht ganz genau. Frage jetzt, welcher Raum war das? Ist das hinter diesem Gerümpel gewesen? Weiß nicht, wo das war. Wow. Das ging mein letztes Mal etwas schwieriger. Okay. Ja, let's go, der Hase. Okay. Aber ja, jetzt mal ehrlich, ne? Mal angenommen, das wäre real. Warum schleudert der so rum? Warum fällt er in dem Moment ab, wo wir die Tür aufmachen? Alter, das ist laut. Jo. Alter, die Musik ist ja richtig stressig. They killed us. You got out. Irgendwer kommt da mit so einer Kamera und filmt ihn erstmal. Aber stell dir vor, das ist mal real. Willst du da lang gehen? Also, ich ja nicht. Also, spätestens bei dem Typen würde ich abmachen. You have to get the fuck out of this terrible place. Fuck out. So, jetzt nochmal die Frage: Warum gehen wir nicht einfach zurück? Jetzt nochmal die Frage: Was ist zum Teufel ist hier passiert? Also der Typ, dem wurden Beine und Arme abgeschlagen und der Kopf und jetzt sitzt er da. Ja. Oh mein Gott, ich hab so irgendwie gar keinen Bock mehr auf das Game. Guck mal da. Wer ist denn das? Hui.
Aha, der ist doch in dieser Tür. Ja, was hat man letztes Mal nicht gesehen? Hey, da sind wir doch gleich. Ich meine, ja. Lull. Waren wir hier drin? Weiß ich nicht. Guck. Lull. Oh mein Gott. Okay, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Geh da rein. Ich will die Kamera wegmachen. Ne, das sieht man nicht. Scheiße, die Tür geht auf. Ne. Okay. Mach auf. Dann passiert ja nichts. Oh. Hier hat jemand seine Tage. Da hat jemand Kunst gemacht. In der Toilette. Entspannt. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Ist ja anscheinend nichts. Oh, vielleicht war eine Batterie. Auf jeden Fall ein netter Typ, mein bester Freund. Ja. Ja, und jetzt And who are you then? Hier steht so, bitte Namen eingeben. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Für was? Keine Ahnung. Ja, Leute, an diesem Zeitpunkt hier. Ja, bis hier haben wir gespielt. Haben wir auch aufgehört dann. Deine Ziele. Achso, viel aus der Nervenanstalt. Hat man nur ein Ziel hier im ganzen Game? Also ich würde mal sagen, da rauszukommen wäre mein einziges Problem im ganzen Spiel. Ja, eigentlich hätte einfach nur den Weg wieder zurückgehen müssen. Ja, aber jetzt geht der schlecht, ne? Wo ist denn der jetzt? Wo ist er überhaupt rausgefallen? Hinter dir, da. Da. Also. So, hier habe ich beim letzten Mal schon die Dings gesehen. Möchtest du das lesen? Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fallnummer, ja, betrifft den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems. Ja, das ist, glaube ich, eine staatliche Erklärung wurden von vor dem Direktorenausschuss seitens Murkoff Hardline Security, MHS, geliefert, die grundzufolgende Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eine staatliche Erklärung die Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten sie und alle lebenden Verwandten auf jeglichen Anspruch, ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay, also anscheinend ging hier Sachen, die nicht ganz geil waren, wie man uns schwer erkennen kann. Oh, wie bluten. Sind das unglaublich? Ja, das waren. Und man, der kann Moonwalk. Oh. Okay, Leute, Das ist ein Dancer. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Outlast. Gibt's hier Batterien? Glaub nicht, nee. Also, ich habe hier ja schon ein paar Gänge gesehen jetzt. Also. Ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Outlast. Schaut am. Keine Ahnung, Sonntag wieder ein, um die nächste Folge zu sehen. Und, schaut ein, Leute. Schaut ein, wir kennen's nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr den täglichen Content hier nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu. Keine Ahnung, ciao.